ins Rennen und dort kommt er ins Rennen. Wupp. Au. Oh. Ich verrecke. Aua! Aha. Sag mal, bist du bescheuert? Na, ich vor allem. Nee, Skelett. Hast du eine Macke oder was? Was ist bei einer vom Stadion gefallen? Der hat mich jetzt fast komplett. Ja, red doch mal. Ja, du. Das ist auch knapp. Knapp. Vielleicht nein! Doch mal eine Rüstung bauen. Kickt der mich von da ganz oben fast runter. Geil. So, ich geh jetzt mal weg. Ja. Wir könnten ja auch nachts schlafen. Das können wir sogar machen. Gehen wir mal ins Bett? Ich bin da. Oder ich muss bloß zwei Etagen hoch. So, ich bin auch da. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal in dem Bett lag. Och nö, hä? Kannst du aufstehen? Warum? Kann ich schlafen. Warum? Du kannst hier nicht schlafen, es ist ein Monster in der Nähe. Ich bleib liegen. Warte, ich guck mal, wo die sind. Hier sind keine. Ach, lass mich raten, da sitzt 1000 auf der Mauer. Nee, hier sind keine. Du siehst Mensch. Mach doch mal. Guten Morgen. Good morning in the morning. Good morning in the morning. Das war noch Zeiten. Ach, es geht bald wieder los quasi. Guck mal, es ist schon wieder März, ne? Ja. März? Bald hast du Geburtstag, dann ist bald Schuljahr rum, dann ist bald wieder Weihnachten. Dieses Jahr jetzt hier noch, das wird so schnell vergehen. Mhm. So, dann haben wir ausgelernt und dann ist ja Philips Gaming aus. Dann tue ich den Kanal hier zur Adoption freigeben. Verkauf. Naja, adoptieren kann niemand. Ich guck ab und zu noch mit rein. Das musst du mit den neuen Eltern klar machen. Also, ihr könnt euch jetzt schon bewerben unter philipsfilm@yahoo.de. Oh. Ich will Philips. Schreibt's einfach als Betreff in die E-Mail. Und als Text schreibt ihr dann einfach, warum ihr der beste. Die beste Vertretung. Was ist Vertretung? Der beste Mensch für Philipp wert. Der beste Mensch für Philips. Und am besten noch müsstet ihr auch noch mit reinschreiben, ob ihr dazu bereit wärt, euch umzubenennen in Philipp. Also egal wie ihr jetzt heißt, einfach euch versuchen umzubenennen in Philipp. Das heißt versuchen. Alles Geldfrage, denke ich. Wie schnell kann man das einfach machen? Genau. Klar, andere Namen angeben, das ist doch trendig, oder? Geht ja, das nicht? Kannst du deinen alten Namen abgeben und dafür einen neuen nehmen, oder kannst du einfach nur einen neuen Namen dazu kaufen noch? Nee, du kannst dir doch eine neue Identität geben lassen. Nee, dafür musst du aber erstmal was passieren. Guckst du Fernsehen oder was? Wo guckst du was an, neue Identität, hä? RTL Nachmittagprogramm oder was? Nee. Oder hast du zu viel Bild gelesen? Auch nicht. Mensch, Kacke, wie mache ich den? Wie weit mache ich den? Ich staue den, kann dir doch nicht bis dahin erziehen noch. Klar. Steck doch mal ein bisschen Herzblut an, ey. Jetzt habe ich ja schon eine Glaswände reingezogen, ne? Obwohl hier das Wasser durchfließt. Glaswände? Ja. Macht euch nur lustig über meine Aussprache. Dann tut er wieder meinen Rucksack umkippen und. Ne, ich nicht. Du wusstest davon bestimmt. Nee. Uwe hat doch bestimmt.
Ich hab doch gesagt, was sind das für Batterien hier? Boah, meine guten Batterien. Hast du geklaut? Die haben mich bekommen. Die hast du geklaut? Die haben mich bekommen, alle 10 Stück. Weil er sie nicht entsorgen wollte. Aber dann, wenn du wütend bist, dann wickelst du Kräfte, hä? Kann das sein? Das was Ding, das hast du mit einer Leichtigkeit davor gefragt. Da ist doch nichts drin in den Kackrucksack. Wisst schon, ne? Hat bloß irgendwann die Angst, dass ich das Waschbecken treffe, das wollte ich nicht. War Mikrotechnik drin, hast du gehört? Mikrotechnik, aber was war denn da für Mikrotechnik drin? Ja? Stimmt wieder ne? Die E-Gitarre noch oder was? Die Luftgitarre. Ja. Stell dir mal vor, da wäre hier von einer gewissen Firma Sensoren drin gewesen. Ja, stell dir mal vor, bei mir wäre irgendwas drin gewesen. Spiegelreflexkamera. Schmidt, du hast meine Federtasche. Spiegelreflexkamera zum Beispiel, weil ich noch zu dem Dreh danach muss. Das wäre scheiße gewesen. Ja. Da kann ich ja nichts für. Dann hättet ihr so Dingens ersetzen müssen. Weil der ja richtig viel Geld hat. Der war ein Aussetzen. Das ist ja immer noch ein Witz. Hm. Dann kannst du auch nicht bei dem Fenden, hat er nicht. Muss ich wirklich noch irgendwelchen Scheiß kaufen für. Wenn er jedes Mal einen Zehner für irgendwelchen Scheiß ausgibt, das summiert sich ja auch. Oh, Sachsen. Und das ist wieder so ein. Guten Tag. Und dann wieder spenden wollen. Keine Organe, sondern. Das ist doch so dumm, da. Haben wir das überhaupt schon hier im Let's Play erzählt? Nee, wann denn, oder? Ja, dann machen wir es jetzt mal. Der Uwe, oder? Das kommt mir bekannt vor, dass ich es schon mal erzählt hätte. Der baut doch ständig irgendwelcher Mist. Hast du nee? Hab ich nicht. Auch nicht beim letzten Mal, wo der Sebastian noch mit dabei war. Nee. Nee, das ist ja erst am Freitag passiert. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, wann ist denn das passiert? Das ist ja letzte Woche. Nee, wo? Das ist doch zur Demo passiert. Ja. So, und die war am Mittwoch. Haben wir seitdem irgendwas aufgenommen? Ey, bist du sicher, dass man das mit Sebastian schon ab. Wir sagen es einfach, ne? Wir haben mit Sebastian am Dienstag aufgenommen. Ne, am Montag haben wir aufgenommen. Bist du ganz sicher? Ne, Quatsch, Montag haben wir nicht aufgenommen. Doch, wir haben am Montag aufgenommen. Weil du warst ja dann da, so nicht da. Ich nicht. Ich erzähle es jetzt einfach, ist mir jetzt egal. Nee, warte mal, ich hab da mit dem Uwe danach noch am Mittwochabend die Hardcore-Season ach nee, aber da hat er das ja noch nicht erzählt. Wir wissen es ja erst seit Donnerstag. Oh. Lass es doch bleiben. Okay, also der Uwe hat sich nämlich aus Versehen einen Spendenbeitrag für die, wo war es hin? Nee, mutwillig. Ich weiß nicht, irgendeine Sekte. Auf jeden Fall hat ihn jemand auf der Straße angesprochen, ob er nicht gerne spenden würde. Er, ganz, ganz freundlich und nett wie er ist, weil er kennt ja, der Uwe ist ganz freundlich und nett. Hat er sich bequatschen lassen erstmal. Genau, hat er sich normaler bequatschen Typ lassen. Geht er ja vorbei, sagt, nee, kein Interesse. Wenn irgendwelche Leute, mysteriöse Leute, dich mit Flyer ansprechen. So, jetzt kannst du weiter erzählen. So, und er hat sich halt bequatschen lassen und im Endeffekt ist da rausgekommen, dass er seine Kontonummer irgendwie angegeben hatte. So habe ich es verstanden. Ist naja, jetzt richtig? Wie ein Abo. Und hat sozusagen, ja genau, wie ein Abo abgeschlossen, dass er jeden Monat 6 Euro spendet. Ein Jahr lang, mindestens. Ein Jahr lang. So, am nächsten Tag. Afrika. An Afrika. Damit die was zu trinken haben. Ja, oder einem Kind irgendwelche Impfstoffe gegeben werden können. Ja, ist genau. Ja jetzt nichts Schlechtes, ne? Nee, an sich nicht. Wir haben uns gefreut um Uwe, dass er so ein großes Herz hat. Bis er nee, von. Ich gesagt, was bist denn du für ein Idiot? Du lässt dich doch von solchen Leuten nicht bequatschen. Nee, ich wollte es ein bisschen schöner erzählen. Bis er.